Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Mannerlords, Part Nummer 23. Der Part, bei dem ich dachte, dass es ihn nicht mehr geben wird nach dem letzten, beziehungsweise am Anfang des letzten. Ich war sogar so überrascht, dass ich jetzt 10 Minuten lang vergessen habe, auf Aufnehmen zu drücken. Das ist schade. Aber wir sind jetzt da anstatt April, glaube ich, haben wir aufgehört, im August. Ich ließ es die ganze Zeit auf zweifache Geschwindigkeit, beziehungsweise halt vierfach oder zwölffach laufen. Darum sind wir schon im August. Ja, hoffentlich nicht so schlimm. Ich erkläre euch gleich, was ich gemacht habe, aber nichts wirklich Interessantes. Aber falls ihr den letzten Part verpasst habt, da haben wir uns unsere dritte Region mehr oder weniger erobert. Es gab nämlich einen, ja, doch schon großen Kampf zwischen unseren Regimentern, die wir hier sehen. Die waren voll, nee, also 10 von 12 und die hatten 8 von 12. Der Rest, der erholt sich ja wieder. Achso, ich dachte gerade, hier haben wir 0. Okay, das passt. Genau, deswegen, da machen wir jetzt weiter. Ich dachte beim letzten Mal, das Projekt endet schon. Aber so haben wir noch ein paar Parts. Wir müssen aber mal schauen, wie lange wir noch machen. Das weiß ich nicht. So, in diesen 10 Minuten habe ich jetzt, ich glaube, haben wir beim letzten Mal die Sammlerhütte noch in Auftrag gegeben. Ich habe da jetzt Leute reingesetzt, genauso wie ich in die Felder mal Leute reingesetzt habe. Das ist aber blöd. Wir sollten einen freilassen. Und ich habe hier ein weiteres Feld gebaut. Das deckt so noch den Bereich ab, wo Weizen ganz okay wächst. Ja, aber das wird... Also, was anderes wächst da nicht. Ich kann es mal kurz zeigen. Flachs, Katastrophe, Gerste, Katastrophe. Roggen ginge, aber Roggen haben wir nicht. Genau. Ansonsten, wir haben jetzt gerade genug Geld bekommen für die königliche Steuer. Die kommt gleich. Das war so das Hauptding, was ich in den 10 Minuten beobachtet habe, ob wir genug Steuern reinkriegen. Ich hatte die ja, hatte ich die beim letzten Mal oder jetzt in dem Part auf 30 mal kurz gesetzt, jetzt auf 25, damit wir genug kriegen. Die mögen uns jetzt dafür nicht mehr wirklich besonders, aber wir kriegen keine neuen Leute, das ist okay. Gerade zumindest mit 65 sind wir gut bedient. Ich habe hier auch nochmal einen weiteren Bärensammler gebaut, den habe ich noch gar nicht besetzt, weil die Bären schon abgeerntet sind. Hier ist sogar der Jäger unterbesetzt, das ist ganz okay. Und hier oben habe ich auch den, die beiden Jäger voll bestückt und habe geguckt, wo wir noch Leute reinbringen können. Zum Beispiel hier unten hatten wir noch in dem Imker ein bisschen Platz, da haben wir jetzt voll besetzt, genauso wie bei dem da oben. Hier bei dem Gemeinschaftsofen, weil wir hatten gerade noch über 700 Mehl, jetzt haben wir noch ja, 655, easy, gar kein Thema. Da können wir ein paar Brote noch backen. Dann war es das eigentlich schon, was wir gemacht haben, weil die Zeit verlief relativ schnell. Darum, ja, es ist relativ kahl geworden hier in der Gegend. Ich muss sagen, da hatte ich es gerade auch schon mal drüber, ich wiederhole es nochmal. Ich finde, so langsam gerät das Spiel ins Stocken. Also nach der zweiten Region ist noch cool, so eine zweite Region aufzubauen, aber dann würde ich sagen, nimmt... ja, die Motivation so ein bisschen ab, weil das Spiel nicht viel zu bieten hat. Ich bin mal durchgegangen, ich weiß gar nicht, nee, das war glaube ich noch am Ende des letzten Parts. Ich nehme den halt jetzt direkt im Anschluss auf, darum ist es ein bisschen verwirrend für mich. Hier haben wir zum Beispiel Lehm, Vorkommen 2380. Das ist zwar das nicht einzige Premium, es gibt sogar drei, okay. Aber bis auf die Ziegel für die Kirche brauchst du das halt noch nirgends. Auch Eisen, die hast du, die Rüstung, ja, aber da hast du halt auch nur begrenzt Möglichkeiten. Also Holz ist eine Ressource, die brauchst du relativ viel Nahrung, brauchst du relativ viel Brennholz. Vielleicht kannst du noch irgendwie bei der Holzkohleherstellung was machen, weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten ist das jetzt nicht so, dass man sich da denkt, man hat da so viel oder braucht so viel. Darum, ich weiß es nicht. Aber wir könnten mal ein bisschen mehr Malz gebrauchen. Also Malz müssten wir sogar mehr anbauen, Gefühl, also Gerste. Oh, die holen gerade die Ernte ein, cool. Cool, cool, cool. Das heißt, da oben sollte jetzt dann auch bald der Pflug beginnen. Das müsste jetzt wechseln. Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Weil jetzt müsste gleich das Jahr switchen, wodurch dann Weizen hergestellt werden würde. Mal gucken, aber hier sind jetzt erstmal genug. Wir haben... Oh, Moment, ich ziehe mal hier. Einfach ein ab. Eine Familie. Es sind ja immer in Familien, was hier gerechnet wird. Schaue ich nochmal rüber, doch die Aufnahme läuft. Darum ist das ganz gut soweit. Hier unten müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr um Nahrung machen, nachdem hier die großen Felder jetzt laufen. Boah, wie das aussieht. Hat schon was. So, hier rennen die Ochsen rum. Warum wird... Das hier hat keinen Ertrag.
Sprenn's mal ab. Hat ja keinen Ertrag mehr. Jetzt fängt er hier an. Okay. So. Königliche Steuer wurde bezahlt. Wir haben wieder ein ganzes Jahr. Bis das nächste kommt. Die hier sind wieder happy. Das gefällt mir nicht. Hier haben wir auch jetzt mal mittlerweile einige Schafe. Das ist ganz cool. Das bedeutet nämlich, wir müssten auch ein bisschen Wolle haben. Ja, wir haben ganz schön viel Wolle. Weberei, let's go da. Also jetzt fehlen Leute. Dann ziehen wir doch mal hier noch einen ab. Und vielleicht noch einen. Dann haben wir in der Weberei genug zu tun. Und hier noch, da warten wir aber. Ja. Und da warten wir noch. Damit müssten die dann aber auch mit genug Wolle und so gefüttert sein. Das heißt, wir könnten theoretisch... Macht das Sinn? Wie viele Klamotten haben wir? 9 Mäntel. Ist jetzt nicht die Menge, mit der ich gerechnet habe. Oder gehofft, ja, die ich mir erhofft habe. Darum mal gucken. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Schäfchen. Bedeutet genug Wolle. Bedeutet, wir bräuchten eigentlich kein Flachs mehr. Kann man das unten aus der Rotation rausnehmen? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal so. Hier unten haben wir auf jeden Fall auch noch einiges an Arbeiter, die wir verteilen müssen. Darum mal gucken. Ja, ich denke mal, für Leute, die es interessiert, dass das Projekt jetzt noch vielleicht so 2 Parts bekommen wird. Wir sind in dem Jahr 24, vielleicht noch am 25. Und dann reicht das aber auch, glaube ich, bis zum Release erstmal. Der Winter naht. Weil jetzt da machen wir halt wirklich überwiegend dasselbe. Ist jetzt nicht mehr wirklich die Abwechslung. Ich merke es auch so ein bisschen an der Resonanz zum Projekt. Ist immer noch gut, muss ich sagen. Aber nicht mehr das, was die ersten Parts waren. Und auch am Spielspaß ist es nicht mehr das. Also ich kann es schon verstehen. Ich glaube, der Peak war so ein bisschen beim Spielspaß, wo wir die 2. Region bekommen haben. Da hatten wir dann... Ja, fast alles freigeschalten. Wir haben, glaube ich, kein Gebäude noch nicht, was nicht freigeschalten ist. Also die Köhlerreihe fehlt, ja. Die haben wir nicht freigeschalten. Ansonsten... Brennholzkarren, genau. Lebensmittelkarren, das sind die hier unten. Bienenstöcke haben wir einmal. Kirche haben wir. Bauernhaus, wir haben mittlerweile auch Schafe. Windmühle, Brot haben wir. Brennofen, Dorfschmiede, Brenndinger, Melzerei, Gerberei, Weberei, Färberei haben wir alles. Wir haben den Handelsposten, 4 Handelsposten, 2-mal. Wir hatten den das Siedlungslager. Brauchten wir ja, um unten das zu machen, Herrenhaus. Ja, ansonsten noch ein bisschen Deko. Jetzt aber nicht wirklich. Kostet die was? Nö. Aber die muss gebaut werden. Buschwerk entfernen. Okay. Ja, ist jetzt... Es ist da. Wird jetzt hier gebaut. Erinnert mich so ein bisschen an... an Witcher. Da gibt es diese Schreine, die man aufstellen muss oder soll. Das haben wir nie gemacht. Aber die Quest gab es. Wo war das? War das in dem... Was in Velen? Oder war es noch in... Ah, wie hieß denn das erste Gebiet? Weißdorf? Hieß, glaube ich, das Dorf nur. Ich weiß es nicht. Oh, die wurden hier mit dem Feld gar nicht fertig, weil die das hier hatten. Mittel. Sehr, obwohl das eine höhere... Macht aber auch keinen Sinn. Ja, wie lange noch? Wir haben noch ein bisschen... Müsste reichen, wenn ich noch das Lager bauen will. Wobei, so könnte man rausfinden, was man hat, wenn man das nicht eintreibt. Aber es gibt ja auch Kriegssteuern. Ich weiß aber nicht, ob es die schon gibt. Hofstätten der Stufe 3, Bürgersteuer. Söldnersteuer. Handelssteuer.
Warte mal, für jede Mühlenrecht. Jedes Mal, wenn die Mühle 100 Korn zum Mehl malt, wird der Anteil André. Hä, und warum kann ich das nicht machen? Wir haben Mühlen. Oder ist das noch nicht im Spiel und das soll kommen? Das kann natürlich auch sein. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen der letzte Winter, den wir hier erleben werden. Was wir auch noch gar nicht so bewundert haben, ist dieser Turm hier. Sieht schon cool aus. Aber ja. Haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Wie kommen die denn da hoch? Also. Waren wir auch schon lange nicht mehr in diesem Beobachtungsmodus. Also ich habe die Befürchtung, da hoch kommen die gar nicht. Das funktioniert so, glaube ich, nicht. Gut, mal wieder schneller. Damit wir hier ein bisschen noch was schaffen. 250 brauchen wir für das Lager. Eigentlich müssen wir nur noch da drauf warten. Oh, sind die Stände voll? Ist der Standbereich voll? Aber jetzt könnt ihr hier aufschlagen. Ich glaube, der Standbereich ist voll. Ja, Freimarktstände 0. Interesting. Wir haben aber kaum noch Nahrung. Weil es fehlt an Gemüse minus 3. Bisschen Eier, ein bisschen Fleisch haben wir. Mehl haben wir nichts mehr. Könnt jetzt in dem Jahr ein bisschen mehr werden, wenn wir Glück haben. Ansonsten müssten wir von unten was hochtraden. Okay, passt auf. Wir haben ja noch Flachs. Hier auch. Wir tauschen. Ja, Fleisch ist dumm. Wir tauschen. Mehl. Ja, wobei die Gerste brauchen sie halt auch. Wo haben wir hier die Packstation? Was haben wir hier? Wir liefern Werkzeuge. Nee, ihr liefert. Was liefert ihr? Ihr liefert. Ja, Hämmer könnt ihr schon liefern. Die sind relativ wertvoll. Ihr erhaltet dafür aber Mehl. Wo ist das weiße Pulver hier? Das Mehl könnt ihr dann selber in der Mühle zu Brot machen und daraus Nahrung herstellen. Das müsste funktionieren. So, gleich sind wir so weit, dass wir... Jetzt möchte ich noch nicht einmal mehr das Mikrofon halten. Bitte halt. Dass wir das Lager aufschlagen können. Sehr, sehr schön. So, damit haben wir es. In der Hoffnung, ja, 200 Tage, das müsste reichen. Sage ich. Sonst haben wir ein Problem. So, Lager aufschlagen. Boah, ist das jetzt aber clever im Winter? Ohne Nahrung? Ich würde es im März machen. Wie zufrieden sind die? Gar nicht. Okay. Und ihr da unten? Auch nicht. Ja gut, dann passt das ja. Dann passt ja alles. Noch ist keiner ausgezogen, deswegen lasse ich das mal so. Ja, hier fehlt halt Malz. Haben wir da unten noch Malz? Gerste meine ich? Nö. Wie viel Leder wir hier einfach haben. Und Leinen. Aber nee, mich haben wir Eisenerz so viel. Haben wir da noch jemanden drin? Nö. Die Leichengrube, mit, ja, da können wir mal mittlerweile Leute rausholen. Gibt auch nochmal schön Leute, die wir hier reinchecken können. Jetzt. Die Nahrung geht zur Neige, ja, ich weiß. Die Jäger machen ja ein bisschen was. Wir kriegen immer ein bisschen Eier. Minus Fleisch. Die Tiere sind aber noch gar nicht erschöpft. Wundert mich so ein bisschen.
Ja, Minusnahrung, jetzt füllt sich's wieder langsam. Ja, die Bären dürfen langsam reinzünden. Ist nicht gut, wenn die Zufriedenheit so niedrig ist und dann nichts da ist. Das sehe ich schon. So, passt auf. Wir machen... Kann ich das hier erstmal abreißen? Abreißen, abreißen. Das abreißen, abreißen. Dann hätte ich gerne... Ah, das Mann. Wo bauen wir das Lager hin? Ich würde sagen, wir bauen das... hierhin bescheiden. Ja, confirm. Anbindebalken. So. Jetzt fangen wir an wieder mit... Erstmal ein Speicher. Lagerhaus. Und Speicher. Zack. Dann geht das hier. Ja, das hier müssen die halt holen. Hier sind jetzt ja auch 5 Leute, gell? Ja, 10 Familien. Ne, 5 Familien. Passt dann. Dann brauchen wir Häuser. Beziehungsweise erstmal einen Holzfäller. Den machen wir aber hier hinten hin. So. So ein bisschen. Dann hätte ich gerne eine Verlängerung von dem Ganzen. Hier kommen dann die ersten Häuser hin. Bauen wir halt so lang. Das ist ja kein Thema. Beziehungsweise erstmal einen Brunnen. Damit die dann happy sind. Dann haben wir noch 3 Dinger. Was machen wir mit den 3? Wir können schon mal Häuser in Auftrag geben. Klar, 1. Aber ich hätte halt gern die 5. Diesmal, boah, wie mache ich denn das? Direkt mit Garten? Ohne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann meckert er. Aber das reicht. Das heißt, ich würde mal den Weg circa hier hinbauen. Hier so eine Verlängerung rein. Und dann würde ich die ersten... Ja, doch so rum. Dann kann man die... Man könnte ja hier... Funktioniert das? Kriegen wir da jetzt 5 Häuser hin? Sogar 6. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Ich will 5. Weg damit. Und dann machen wir das Ganze mal hier, in der Hoffnung, dass es jetzt 5 sind. Was ich mir nämlich dachte, ja perfekt, das sind 5. Beziehungsweise kann man auch theoretisch 3 machen. Und dann kann man hier hinten dran nochmal welche machen, wo der Garten hier so ist. Und dann hier so hoch, wisst ihr? Ich glaube, das wäre ganz cool. Wobei, ist eigentlich auch egal. Eigentlich egal, die Arbeit ist halt hier vor allem. Deswegen... Deswegen... So, ein bisschen. Ja, ist nicht ganz so schön, aber es geht erstmal. So, dann machen wir ein bisschen schnell. Wir sind ja noch im ersten Monat. Baumaterial, Bretter, Holz. So, hier können wir einen rein. Oh, wir brauchen hier. Stimmt, wir brauchen eine Nahrungsquelle. Das ist vielleicht wichtiger gerade. Wir fangen an mit Beeren. Mal hier so am Rand. Kriege ich mal ein bisschen mehr Krümmung rein.
Nee, irgendwie ja nicht. Straßenkrümmung. So. Hier in dem Gebiet dürfen die ein bisschen mehr laufen. Ist ja auch gesund, muss man sagen. Darum vielleicht nicht ganz so schlimm. Wir haben mittlerweile wieder über 1000 Einfluss. Das ging jetzt schnell. Durch den Sieg haben wir ja auch 800 oder so bekommen. Direkt nächstes Gefecht. Waldbrand. Was? Ach ja, Waldbrand. Ich finde auch schön, dass da immer kein Bild gezeigt wird. Und das ist auch immer cool. So, haben wir noch? Wir haben noch sogar. Hier haben wir jetzt Holzfäller. Da dürfen mal zwei Leute rein. Weil wir brauchen viel und schnell Holz. Bisschen Nahrung haben wir noch, Brot. Aber langsam sollten wir zumindest die Bären mal mitnehmen. Ah, läuft sogar schon. Aha, wir haben keine Leute mehr. Wir haben gar keinen mehr. Hä? Eins. Ich pack die mal hier wieder raus. Die haben ja jetzt hoffentlich alles eingelagert. Ah, hä, da ist schon eine. Okay. Gut. Wir brauchen 10 Bauholz, glaube ich, am Ende, um die Häuser zu bauen. Nur für die bestehenden Leute. Ja, aber dann machen wir hier kleine. Günstiger käme halt das. Deswegen machen wir das. Weil während der schon mal baut, können wir dann die anderen Häuser verstärken, beziehungsweise das Holz sammeln, was dann das Ganze verstärkt. Obdachlosigkeit, ja, gefällt dir nicht. Mir auch nicht. Müssen wir aber durch. Ich mache die Straßen doch nochmal weg. Gefällt mir gerade nicht. So. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Wir haben jetzt sogar Eisenvorkommen. Müssen wir mal gucken, ob wir das benutzen oder wie oder was. Ui, ich glaube, wir müssen mal die. Wir müssen mal ein bisschen die Zufriedenheitsschrauben andrehen. Wo haben wir es denn? Hier. Gehen wir mal auf 24. Ach, kein Unterschied. Okay. Also in der Zufriedenheit. Ach, hier sind wir noch bei 25. Bis wohin können wir gehen? Nee. Kann man auch. Nee, nicht. Bloß nicht Shift. 26? Nee, das macht schon einen Unterschied. Okay. Dann gehen wir auf 24 hier auch. Hatten wir hier 24? Ja. Gut. Ja, Obdachlosigkeit ist hier noch hoch. Das wird jetzt hoffentlich langsam. Die ersten Häuser werden gebaut. Damit sollte dann auch die Zufriedenheit steigen. Den Wohnraum können wir auch schon mal erweitern. Mit einer Priorität niedrig. Bauholz steigt, das ist schön. Das heißt, wir können hier eigentlich einen rausnehmen, der dann mitbaut. Weil das Problem ist nicht der Ochse oder so gerade, sondern die Handwerker. Die Musik ist aber schön. Auch ausbauen. Jetzt haben wir hier schon 4. Na komm. 3 Monate gibt es jetzt noch, gell? Ja, das müsste passen. Knapp, aber es passt. Dann können wir da auch mal die wieder ein bisschen zufriedener werden lassen. Müsste dann passen. Wie sieht Nahrung aus? Bären haben wir ein bisschen, das ist schön. So, dann können wir mal einen in den Speicher packen, damit auch die Bären sicher abgeholt werden. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist gerade, dass keine Nahrung mehr im Winter vorhanden ist. So, ausbauen. Damit haben wir die Obdachlosigkeit schon mal bekämpft. Ist sehr schön. So, und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal vielleicht so.
Machen wir mal. Mach mal einfach mal. Eine Kirche brauchen wir. Oh, und wir brauchen einen Marktstand. Stimmt. Dann würde ich hier einfach auch nochmal eine Linie durchziehen. Das Gute ist, der Weg kostet hier nichts in dem Spiel. Was wir hier hinten reinmachen, müssen wir mal schauen. So viel Geld haben wir ja gerade nicht. Jetzt sollten wir uns vielleicht für eine Handelsroute aufsparen. Einen Marktstand hätte ich gerne. Hier. Machen wir mal. Ja, ich sollte hier anfangen. 3 mal 2. So vielleicht. Dann kann man hier. Moment, ich hätte es ganz schön. Oder halbwegs schön. So, was ist jetzt passiert? Feindliche Einheit gesichtet. Aber nicht bei mir. Ich glaube, solange ich keine Einheiten draußen habe, macht er auch nichts. Hoffentlich. So hat er es aber beim letzten Mal angefangen. Das war so ein bisschen das Problem. Ich mache mal einen Speicher schnell. Nicht, dass der irgendwas macht. Weil der rennt ein bisschen zu stark in meine Richtung, finde ich. Aber eigentlich, er hat ja nichts, was er angreifen kann. Bitte nicht schon wieder irgendwas, was mir nicht gefällt. Gut, wir haben, glaube ich, armeenmäßig haben wir auf jeden Fall mehr. Moment, was ist hier? Marschiert. Greifen die wirklich an? Ist jetzt aber nicht das Cleverste, was sie machen können. Bin ich ehrlich. Ups, wieder keine Söldner, natürlich nicht. Oh, hier drin können wir gar keine postieren. Zack. Zack. Wir müssen unbedingt noch eine größere Armee aufstellen. Ach, jetzt rennen sie. Ja, ja, jetzt entwickelt es sich zu mehr Kämpfen. Was macht er? Viel Spaß durch die Stadt erstmal zu rennen. Gleich kann der erste schießen, der andere ist da hinten rum. Bis der ankommt, ist Weihnachten. So, jetzt da drauf. Du kannst auch schon mal. Ach, ich hasse dieses runde Klappmenü in so einer Kampfsituation. So. Feuer frei. Das waren die ersten. So. Dann die anderen, die campen hier noch ein bisschen. Von mir aus. Wie sieht's aus mit der Reichweite? Du kommst noch nicht in die Reichweite des anderen. Niedergeschlagen, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir müssen so, weil die da hinten immer noch festhängen. Deswegen so. Die fliegen aber sehr gerade, die Pfeile, muss man sagen. Also das ist fast schon ein bisschen erschreckend. Wo sind denn die? Da. So, Feuer frei. Und... Zack, darauf.
Ja, die da hinten backen immer noch. wo müssen wir lang? Da lang, Jungs. Nee, da lang. Nee, da lang. Nee, da lang. So muss ich mir das vorstellen. Ja, ich würde sagen, weil wir am Ende des Parts sind, beim nächsten Mal schauen wir mal, was die dann so wollen, wenn die wissen, wo sie hinwollen. Vielleicht nach dem Neuladen dann auch funktional das Ganze. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin habt eine wunderbare... Könnt ihr schon schießen? Nö. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.